unless like these chips like you should be burning in hell. Wie gesagt, ich hätte eh nicht gewonnen. Trolling! Gedankt on! Jetzt sind die Knochen da unten! Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zur vermutlich letzten Folge Undertale. Halt die Schnauze, Slime PvP, ich versuche gerade aufzunehmen. Ja, der finale Kampf im Genocide Run steht bevor. Also, ich würde sagen, los mal. Diese Szene kennen wir schon. Ja. You've been busy, huh? So, I've got a question for you. Do you think even the worst person can change? That everybody can be a good person if they just try? Er fragt, ob sich jede Person bessern kann, wenn sie es nur will. Ich muss hier mal kurz WhatsApp hier schließen. So. Alright, well, here's a better question. Eine bessere Frage. Do you wanna have a bad time? Because if you take another step forward, you are really not going to like what happens next. Well, sorry old lady, this is why I never make promises. Sans greift an, Leute. It's a beautiful day outside. Birds are singing, flowers are blooming. On days like these, kids like you should be burning in hell. Zum Glück bin ich vorbereitet, sonst hätte mich das gerade ein bisschen getriggert. Huh. Always wondered why people never use their strongest attack first. Jetzt geht's los. Sans. Angriff 1, Defensive 1. The easiest enemy can only deal 1 damage. Sans gönnt sich, kann nur einen Schaden machen. Aber er hat keinen Bock. Was ist für ihn, dass er es bei mir entscheidet? Oh, sehr schön. Ich muss weiter angreifen. Our report shall map is anomaly in the time space continuum. Unless jumping left and right, stopping and starting. Ja, die Zeitlinien spielen einfach durch mich. Und ihr seht seinen Angriffspunkt. Er macht mir an sich nur einen Schaden, aber sehr oft. Und hier habe ich eben meine ganzen Items. Was nehme ich jetzt? Ich würde sagen, ein Stay. Leute, ich bin vorbereitet. Until suddenly everything ends. Ja, irgendwann enden die Zeitlinien einfach. Scheiße. Richtig unnötig. Ich darf hier doch nicht reinscheißen. That's your fault, isn't it? Ja, er sagt, das ist meine Schuld. Und wenn ich so scheiße bin, ist es auch meine Schuld. Oh Gott, ich mach grad alles falsch. Das war so schlecht. Der Try ist jetzt schon zu Ende. Ja, wow, mein Angriff hat sich erhöht. Ist auch wirklich sinnvoll bei einem Gegner, den man nicht trifft.
ein Angriff steigt. Und, ja. Komm weiter. Wir kennen aber das denn, how this feels. Diese Attacke, ich komme nicht auf sie klar. Dieser Versuch ist einfach schlecht, da kann niemand was sagen. Knowing that one day, without any warning, it's all going to be reset. Ja, er sagt, es ist wirklich schlimm zu wissen, dass alles, was man macht, eines Tages wird es ohne Warnung einfach alles zurückgesetzt. Ist das dein Ernst? Das ist die leichteste Attacke, die der Typ drauf hat. Und ich scheiß so rein. Was Leichteres findet man hier nicht. Ich mag nicht, dass diese nachlaufen ist, ansonsten heile ich mich voll, aber verliere dann das Leben. Ich bin nicht so. Gott, was ist das für ein Try? Ich hab für den Kampf trainiert auf der Internetseite. Und mein erster Versuch war besser. Um ein Tausendfaches. Natürlich muss es in der Aufnahme so scheiße laufen. So, I gave up trying to go back a long time ago. Ich lebe sogar noch. Ich hab hier noch den Teil mit Full hier. And getting to the surface doesn't really appear anymore either. Die Musik sollte man übrigens kennen, selbst als nicht Undertale-Fan habe ich die schon vorher übel oft gehört und ich war übel überrascht, dass die hier spielt. Cause even if we do. Ja, es macht viel nichts mehr aus, ob die Monsters an die Oberfläche schaffen oder nicht, weil selbst wenn sie es schaffen, we'll just end up right back here without any memory of it, right? Ja, die Monster werden sowieso. Letztendlich nur wieder dort landen. Wo sie nicht sein wollen. Sand Movement seems to be slower. Warum schaffe ich diese Attacke hier nie No Hit? Die ist so einfach. To be blunt. It makes it kind of hard. Give it my all. Ja, es ist anstrengend, ihm alles zu geben. Wenn er weiß, es wird eh alles nie getestet. Was ich nie verstehe, warum weiß Fans das alles? Niemand weiß es, nur Fans. Or is it just a poor excuse for being lazy? Hell of I know. Der Grund, warum Fans so faul ist, er weiß, dass es sowieso alles nichts ausmacht. Und so muss man die Attacke machen. All I know is seeing what comes next. I can't afford not to care anymore. Ja, er kann es sich nicht mehr leisten. Es ist nicht dafür zu interessieren. Oh Gott, was? Ugh, that being said. You, really like swinging that thing around, huh? Listen, I know you didn't answer me before, but somewhere in there, I can feel it. There's a glimmer of a good person inside you. The memory of someone who once wanted to do the right thing. Yeah, in my pacifist run.
someone who, in another time, might have even been a friend. Come on, buddy. Do you remember me? Please, if you're listening, let's forget all this, okay? Just lay down your weapons. Well, my job will be a lot easier. Sans verschont mich. Und ich werde ihn auch verschonen, auch wenn ich weiß, dass ich jetzt getötet werde. Aber ich habe eh keine Items mehr, deswegen würde ich es nicht schaffen. Dann zeige ich euch einfach die Szene. You're sparing me, finally, buddy, Paul. I know how hard it must be to make that choice. To go back on everything you've worked up to. I want you to know, I won't let it go to waste. Come here, Paul. Aua. Wie gesagt, ich hätte eh nicht gewonnen. Trolling! Get dunked on! If we are really friends, you won't come back. Ja, Sans hat keinen Bock. Ja, das war der erste Try. Und das Ende der ersten Phase, aber wie gesagt, ich hätte es eh mit 48 Leben ohne Items nicht weiter geschafft. Ich wäre vermutlich bei der nächsten Attacke gestorben. Aber ich habe es doch noch so weit geschafft. Ich meine, ja, you look frustrated about something. Nee, noch bin ich nicht frustriert. Guess I'm pretty good at my job, huh? Er weiß genau, was los ist. Er hat mich schon mal getötet. It's a beautiful day outside, but I'm singing. Ey, das hat mich jetzt überrascht. Ich wusste nicht, dass du das mittendrin abdrehst. Anyway, as I was saying, it's a nice day out. Why not relax and take a load off? Ja, ja, genau. Ich glaub dir das auf jeden Fall. Du wirst mich sicher nicht umbringen. Ich heile mich und greife dich an. Boah, you look really pissed off. Ja, ich sehe angepisst aus. Did I get you? Well, if you came back anyway, I guess that means we never really were friends, huh? Don't tell that to the other Sanses, okay? Ich soll das den anderen Sanses in den anderen Zeitlinien nicht erzählen. Jetzt kann ich sogar im Menü getroffen werden. Sounds strange, but the world is I was secretly hoping we could be friends. Whereas I thought the anomaly was doing this cause they were unhappy. And when they got what they wanted, they would stop all this. The real battle finally begins. Das meinte ich, ich wurde gerade im Inventar getroffen. Mann, warum krieg ich das nicht mehr hin? Wie ist mit den zwei Knochen da? Das habe ich in der Übung ständig hinbekommen. Okay, das war wieder richtig. And maybe all they needed was, I don't know, some good food, some bad love, some nice friends. Jetzt sind die Knochen da unten. But that's ridiculous, right? They are the only kind of person who won't ever be happy. Meine Items lassen zu wünschen übrig. Und die Attacke wird mich zerstören, weil ich mit meiner Tastatur keine Kreise machen kann. Ich wusste von vornherein, dass die Attacke den Kampf kaputt machen wird.
Yeah, it's been cool. He'll keep consuming time until the Nova answers. Well, take it from me, kid. Someday, we got a line when to you. It's been Ida Sword. Man kann das nicht No-Hit machen! Ausweichen ist really tiring. Ja! Zeig mir, wen der das kann! Nicht lange rumreden, nächster Tag! Jetzt hab ich schon... Alter! Jetzt bin ich wieder mal hier. Da konnte ich jetzt wieder nichts machen. Ich dachte, ich komme wenigstens mal zur Spezialattacke. Ich glaube, das hätte ein Win werden können. Aber gegen Ende musste ich irgendwie dreimal auf meine Enter-Taste drücken für eine Bestätigung. Und in der Zeit habe ich schon 30 Schaden im Menü bekommen. Es war schwerer, aber fairer habe ich das Gefühl. Zumindest die erste Phase. Die zweite Phase hat mit Lernis nichts zu tun. Scheiße. Fuck. Übel viel Damage, weil ich dachte, das wäre oben. Also das waren jetzt wieder lauter Hits. Ich will sagen, dass ich da nicht nur Damage war, aber ich will nicht ein, dass ich schon wieder so viel Schaden genommen habe. Ich will ja jetzt ein Item nehmen. Ich schaffe gefühlt 20 Attacken ohne Hit. Sag mal, das ist das Problem. Solche leichten Attacken. Alles klar, ich nehme jetzt vielleicht wieder 6 Schaden oder mehr. Weil, keine Ahnung.
dass aus dieser zwei Zeitlücken nicht machbare Sprünge hintereinander kommen. Jetzt bin ich wieder mit 5 Items hier. Boah, was war das? Und wieder verloren. Man darf nicht in diese Situation gelangen, dass im Moment bin. Wow, das überlebe ich auf keinen Fall, aber... Well, here goes nothing. Are you ready? Swipe this and I'll show you my special attack. Ja, wieder verloren. Ja! Ich hab gewonnen! Easy!
Geistattacke gerade so getryhardet. Ich habe das im Training nie ansatzweise so gut geschafft, aber ich schließe kurz meinen Laptop an, weil wenn der jetzt ausgeht, würde ich auf jeden Fall ausrasten. Easy! Alright, that's it. It's time for my special attack. Are you ready? Here goes nothing. Nichts passiert. Adrenalinspiegel. Und ich glaube, ich war jetzt echt schneller als bei anderen. Und auf jeden Fall hat es viel mehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich war zwar ein bisschen pisst einige Zeit, aber es hat mir einfach, ich muss sagen, eigentlich durchweg Spaß gemacht. Ja, that's right. It's literally nothing. Ja, es ist einfach nichts. And it's not gonna be anything either. You get it? I know I can't beat you. Ja, du kannst mich nicht besiegen. Du könntest mich nicht besiegen, auch wenn du weiter angreifst, weil ich habe noch viele Items und viele Leben. Das hast du nicht gehört? One of your turns. You're just gonna kill me. So, I've decided it's not gonna be your turn ever. Ja, seine Entscheidung. Er wird nicht mehr lange durchhalten und bald wird er nicht mehr ausweichen können und dann würde ich ihn mal im Zug töten. Deswegen bin ich nicht mehr am Zug. I'm just gonna keep having my turn until you give up. Means we have to stand here until the end of time. Capisce? Yay, ich muss warten. Wenn ich hier irgendwie zur Seite will, Sans Gesicht oben. You'll get bored here. You haven't gotten bored already, I mean. And then you'll finally quit. Ja, mir wird's jetzt zu langweilig und ich werde verlassen. Tja. I know your type. You're very determined, aren't you? You'll never give up, even if there's absolutely no benefit to preserving whatsoever. If I can make that clear, no matter what, you'll just keep going. Not out of any desire for good or evil, but just because you think you can. And because you can, you have to. Junge, ich bleib hier, bis du... Genau, das ist mein Plan. Ich bleib hier stehen, bis Sans Tod umfällt, an Altersschwäche. Ich meine, ich bin ja anscheinend noch ein Kind. Aber der Typ ist mehrere hundert Jahre alt. But now, you've reached the end. There's nothing left for you now. So, in my personal opinion, the most determined thing you can do here is to completely give up. And do literally anything else. Sans langweilt sich selber und er meint, ich soll besser aufgeben. Man sieht's ihm auch an. Ihm fallen die Augen zu. Wenn ich jetzt nach rechts gehen würde, würden sie wieder ganz aufgehen und ich dürfte länger. Nach links, wo er mich zurücksetzt. Und dann dürfte ich wieder länger warten. Ja, er ist schon im Halbschlaf. Seine Augen sind zu, aber ich muss warten, bis das Z-Zeichen über ihm steht. Das. Und jetzt. Komm, die Kampfbox. Ich krieg dich. Ich schieb die Kampfbox weg. Übrigens will ich mal merken, dass das gerade mal der zweite Tag war. Hier jetzt runter. Günther, Level 19. Zu dem anderen kann ich gar nicht. Fine. Did you really think you would be able? Er ist ausgewichen, aber dem zweiten Angriff konnte er nicht entkommen. 9.999.999 Damage in dein Gesicht. So, guess that's it, huh? Just don't say I didn't warn you. Ja, Sans, das war's. Well, I'm going to Grilby's. Ja, geht zu Grilby's.
Aber es ist doch sowieso niemand dort. Sind alle tot. Und du? Papyrus, do you want anything? Ja. Er ist weg. Und gibt 49.000 EP, sonst wäre ich nicht Level 20. Items, habe ich keine Stats. Next Zero. Es geht nicht höher. Eigentlich müsste ich hier jetzt doch aufhören können, oder? Aber das wäre ein bisschen asozial. Das wird hier die letzte Folge, wie ich es am Anfang angekündigt habe. Aber, Moment. Letzte Folge. Es gibt noch Escor. Hier ist er. Aber er hat anscheinend nicht die Menschenseelen absorbiert, wie Alphys es ihm beauftragt hatte. Curious. Auch noch was geplant. Cry before. Er hat noch nie eine Pflanze weinen sehen vor dem hier. Oh. You must be the one that Flower just warned me about. Flowey hat ihn gewarnt. Howdy. What kind of monster are you? Sorry, I cannot tell. Well, we can always... Nein, ich gehe in den Kampf. No, no. Ich soll runterkommen. There's no need to fight. Doch, da ist eine Nötigkeit zu kämpfen. Why not settle this? Over a nice cup of tea. Tee? Hier hast du deinen Tee. Why, you. Und Flowey kommt wieder an. Aber diesmal sind hier keine Menschenseelen, die er klauen kann. Diesmal zerstört er sie komplett und nicht nur mit einem. See, I never betrayed you. Du hast alle Tricks, see, I was waiting to kill him for you. After all, it's me, your best friend. I'm helpful, I can, I promise I won't get anywhere. I can help. I can't. Please don't kill me. Er meint, er kann helfen. Ich soll ihn nicht töten wie jeden anderen, aber bezogen auf jeden anderen. Er geht jämmerlich ein, Schlag für Schlag. So eine Niete. Ah, hallo. Greetings. I am Günther. Das ist Günther, derjenige, der meine Seele übernommen hatte im Genocide Run, oder eher gesagt Frisks. Weil ich bin Günther, ich bin aber kein psychopathischer Massenmörder, der die ganze Welt ausrotten will, ne? Ich bin einfach ein harmloses Gaming-Walross. Die Musik. Thank you. Your power awakened me from death. Meine Kraft hat ihn von den Toten wieder erweckt. My human soul. My determination. They were not mine, but yours. Ja, seine Entschlossenheit, seine Menschenseele waren nicht seine. Es waren mein. Meine, ja doch. Also, Frisks, weil ich bin Günther. At first I was so confused. Our plan had failed. Boah, das Herzklopfen im Hintergrund ended. Why was I brought back to life? You. With your guidance, I realized the purpose of my reincarnation power. Together, we eradicated the enemy and became strong. Ja, wir haben jeden ausgelöscht, sogar den Hardcore Dude Sense und die noch überdrehtere Undyne. Weil ich bleib dabei, Undyne ist schwerer. HP, Attack, Defense, Gold, Execution Points.
level aloft every time the number increase. That feeling, that's me, Günther. Now we have reached the absolute. There is nothing left for us here. Es ist nichts mehr hier. Let us erase this pointless world and move on to the next. Ich soll die Welt löschen und weiter zur nächsten gehen, aber wenn ich auf mich gehe, kommt eine geheime Szene. Die Musik hört auf. No. How curious. You must have misunderstood. Since when were you the one in control? Jumpscare. Sogar mein Fenster wackelt von Undertale. Das ist noch ein bisschen mehr Schaden, als ich bisher gemacht habe. Alter, das Undertale-Fenster wackelt voll hin und... Oh Gott. Mir ist gerade übrigens aufgefallen, ich kann euch das mit dem Mystery Key nicht zeigen. Ich muss jetzt die Welt löschen. Ich bin so doof. Hallo? Günther. Hä? Hier passiert gar nichts mehr. Bis gleich, man muss 10 Minuten warten. Ich bin gerade wieder da und hatte eine gute Idee. Ich kann doch einfach hier, während ich warte, mein Fazit zu dem Spiel machen. Weil, ja, ich hatte glaube ich, ich weiß nicht, ob nach dem Neutralen oder Pazifisten, Mann, ich glaube dem Neutralen, ein kurzes Fazit abgeben, aber ich finde, dass man mehrere Spielmöglichkeiten hat, was ich da noch nicht eingebunden hatte, auf jeden Fall. Macht das Ganze noch cooler. Ich kann auch, aber auch Menschen verstehen, die das Spiel nicht spielen wollen, weil ihnen die Grafik zum Beispiel nicht gefällt. Ich finde, als ich das Spiel zum allerersten Mal gesehen habe, dachte ich mir auch erst, was ist das? Aber ich habe mir irgendwie eine Folge angeguckt und danach konnte ich nicht mehr aufhören und habe innerhalb von 3 Tagen das 30-Folge-Projekt von einem YouTuber durchgeguckt. Der, by the way, glaube ich, etwas manipuliert hat. Ich glaube ihm nicht, dass er in seinem ersten Blind Genocide Run Undyne im zweiten Versuch schafft, aber hey. Ja. Alles in allem, die Grafik ist eben gewöhnungsbedürftiger, aber das ist schon cool. Das Spiel basiert auf seinen 29.778 Innovationen, die es bietet. Und man muss auch bedenken, wie viele da mitentwickelt haben. Fast niemand. Und ich finde, der Soundtrack, den liebe ich auch. Ich habe einiges davon gedownloadet. Sagt einiges, ne? Wisst, was ich meine? Sorry, ich esse nebenbei kurz was. Ich bin vor der Aufnahme gerade erst aus der Schule, wo ich heute lang hatte, zurückgekommen. Da ist natürlich das Erste, was man macht, sich an den Laptop setzen, um gegen Sans zu tryharden, aber hey. Boah, geil, frische Tomaten aus dem Garten haben, ne? Ich würde sagen, wenn ich eine Punktzahl von 1 bis 100 vergeben muss, Undertale würde ich sagen, boah, ich habe PMD Himmel, muss ich inzwischen auch sagen, dass die 99,5, die ich gegeben habe, schon ein gutes bisschen zu hoch sind. Also ich dachte kurz, da wäre was gewesen. PMD Himmel würde ich auf 94 runterstufen. Ist immer noch übelst gut. Oder 95. Und Undertale kriegt dann eine 97. Der Kritikpunkt ist eben die Grafik, an die man sich erst gewöhnen muss. Es gibt auch viele YouTuber, die machen kein Let's Play dazu. Das wäre für mich auch ein großes Problem, wenn ich viele Zuschauer hätte. Weil in der Undertale Community gibt's viele schwarze Schafe, wie ich in der ersten Folge schon gesagt habe.
Aber hier sage ich es nochmal, weil hier versteht man es auch und wird nicht von der Musik komplett zerstört in den Ohren und hört im Hintergrund einen Typen flüstern, der gerade keine Tomate isst. Sorry, musste gerade mal sein. Das Schmatzen war Absicht, ne? Ich bin keiner der Menschen, die schmatzen. Ja. Es gibt halt wirklich viele, die regen sich immer auf, wenn man Fehler macht oder spoilern gerne mal die ganze Story in der ersten Folge. Das ist wirklich schade. Es gibt. Also, ich kenne zum Beispiel einen YouTuber, der nur deswegen kein Let's Play davon macht und ist schon schade. Wenn das hier mal ausnahmsweise wer sieht und du zur Undertale-Community gehörst und eins dieser schwarzen Schafe bist, denk mal drüber nach. Jetzt wieder viel Spaß mit einem Black Screen. Und die Tomate ist mir geil. Ah ja, ich mache hier kurz eine Ankündigung. Es kann gut sein, dass dieses Video erst irgendwie donnerstags oder so online kommt, aber ab Mittwoch habe ich ein deutlich besseres Mikrofon, das dann in Minecraft zum Einsatz kommt. Wenn ich am Fernseher mit meinem Handy aufnehme, da kann ich halt schlecht ein Mikro anschließen. Aber hey, viel besseres Mikrofon für Minecraft. Jetzt hole ich mir mein Handy und gönne mir ein bisschen. Das ist wie eine Wurst zu essen, obwohl man keine Wurst da hat. Und ich weiß nicht, warum ich das jetzt gesagt habe, aber ich weiß, dass ich es reinschneiden werde. Also falls ihr euch gerade wundert, ich spiele im Hintergrund gerade eine Saftrunde Clash Royale. Mann, Günther, nerv mich nicht. Ich sagte, ich spiele noch eine Runde Clash Royale. Das mache ich jetzt noch fertig. 1 hour later. Gehen wir ihn zusammenschlagen. Ein gemeinsames Community-Projekt. Fetten Typen, der fett ist, zusammenschlagen. Geiles Community-Projekt, was zum Fick laber ich hier. Ja, Günther, Günther, bist du noch da? Ah ja, sehr gut, ich bin jetzt fertig mit Zocken. Was ist denn los? Interesting. You want to go back? You want to go back to the world you destroyed. Also, bevor ich weiterlese, möchte ich mal kurz sagen, wozu der Mystery Key gut wäre. Und zwar kann man damit in das Haus direkt neben dem von Napster. Und dadurch erfährt man die Geschichte von, ich weiß, auf jeden Fall seine Freundin oder Schwester oder was auch immer hat dort gewohnt und ein paar Tagebucheinträge geschrieben und kurz zusammengefasst. Sie hat die ganze Zeit nach einem guten Körper gesucht, aber wollte nicht in einem Dummy leben wie all ihre Verwandten. Und irgendwann haben sie Elvis getroffen und ja, Elvis hat ihr dann einen Körper gebaut und ihn mit der Zeit verbessert. Und heute kennt man sie als Metaton. Das ist die Kurzfassung. Jetzt kann es weitergehen. Und das ist eben alles, was in dem Haus ist. Die Tagebücher, in denen das erzählt ist. Für jeden Tag ein eigenes Buch. It was you pushed everything onto its edge. Ja, ich bin jetzt schuld, ne? Also, eigentlich bin ich's ja, aber hey. It was you who led the world to its destruction. But you cannot accept it. You think you are above consequences. Was passiert, wenn ich jetzt Ja sage? Exactly. Ich sage ihm, was er hören will. Oh, ich dachte schon, ich muss jetzt wieder 10 Minuten lang. Perhaps we can reach a compromise. You still have something I want. Ich habe noch etwas, das er will. Give it to me. And I will bring the sword back. Wenn ich ihm gebe, was er will, dann bringt er diese Welt zurück.
Er will natürlich meine Seele. Then it is agreed. You will give me your soul. Ich muss. Then it is time. Ja, nochmal kurz rein hier. Nichts mehr da. Damit endet mein Let's Play zu Undertale. Tja, es war ein geiles Let's Play, aber ich hoffe, ihr kommt auch bei anderen Let's Plays und begleitet mich. Wir sehen uns bis irgendwann. Ciao.